Willkommen zu einem Video zur Laplace-Transformation in den Oberbereich. Jetzt geht es um die Transformation einer zeitverschobenen Funktion. Das erste, was wir uns einmal vor Augen halten, was ist eigentlich eine zeitverschobene Funktion? Wenn wir hier eine kleine Darstellung zeichnen, so ist das für uns in der Regelungstechnik typischerweise eine Funktion mit Todzeit. Was bedeutet Todzeit? Wenn wir also hier die Sprungfunktion hernehmen, dann würden wir sagen, die Sprungfunktion wird also nicht bei 0 starten, so wie wir es normalerweise gewohnt sind, sondern irgendwo später und wird dann ihren gewohnten Verlauf fortsetzen. Das heißt also, wir haben hier unsere Funktion, wir hätten also hier eine Zeit, eine Todzeit, das Groß TT für Todzeit, also eine Zeitverschiebung hier von 0 weg, und das wäre eigentlich, wenn wir diese Funktion hier anschreiben, wäre das also unsere Sprungfunktion, unsere, wenn wir Einheitssprung haben, ein 1 von T minus TT, also die beginnt erst später, oder allgemein, wenn wir uns also anschauen, wo wir es wohl tun, wir wollen Funktionen von T minus TT transformieren. So, ganz allgemein. So, gut. So, schauen wir uns an, was würde das ergeben. Naja, wenn wir jetzt die Laplace-Transformierte so einer Funktion bilden, dann setzen wir das Ganze einmal ins Integral ein. Das heißt, wir haben ein Integral von 0 bis unendlich von einer Funktion von f von T minus TT, also der Zeit verschoben, die fängt später an, mal den Dämpfungsterm e hoch minus s mal t, mal dt, so. Und jetzt können wir die natürlich zerlegen, weil das Integral geht von 0 bis unendlich, können wir zerlegen, 0 ist ja hier, unendlich wäre hier. Wir können also sagen, dieser erste Bereich, der ist ja mal von 0 bis tt, wird sicherlich 0 sein. Das heißt also, wir können also sagen, ist also das gleiche Integral von 0 bis unendlich. Wenn wir uns das mal so anschauen, ist also die Funktion sicherlich 0 mal 0 mal e hoch minus s mal t dt plus einem Integral, das hier startet. Das Integral geht also jetzt nicht 0 bis unendlich, da ist ein Fehler natürlich, sondern dieses Integral geht von 0 bis tt, also diesen ersten Bereich. Da wissen wir ganz sicher, dieses gesamte Integral hier, wir haben ja keine Fläche, ist also 0, und dann geht es weiter von tt, klein tt, bis unendlich von dieser Funktion, die wir hier haben, f von t minus tt mal e hoch minus s mal t dt. So. Also wir sehen, wir brauchen eigentlich dieses Integral hier zu lösen. Und dieses Integral können wir lösen, indem wir eine Substitution reinbringen und sagen, okay, wir sagen, eine neue Variable tau, die soll sein, dass t minus tt. So. Die Frage, die sich stellt, ist, naja, jetzt müssen wir alles, also damit wir integrieren können, müssen wir eigentlich einmal t umrechnen. Okay, wir können also sagen, gleich umgeformt, t ist also gleich tau plus tt, das ist einfach nur umgeformt. Na, was ist jetzt dt? Na, dt, das differenziert. Also wenn man es anschaut, wenn wir jetzt das hier differenzieren, und dann passiert Folgendes. Das ist eine Konstante, die wird wegfallen, und hier dieses Differential wird also d tau bilden. Das ist also gleich d tau. So, das haben wir jetzt auch. Wir können also hier jetzt das dt ersetzen, wir können das also hier das dt ersetzen, hier können das d ersetzen. Die Frage ist, was ist mit den Grenzen? Und dann schauen wir uns einmal die Grenzen an. Na, wenn wir also sagen, okay, die erste Grenze, die wir haben, die war ja t ist gleich tt. So, die erste Grenze. Die untere. Na, was ergibt sich? Das setzen wir mal hier ein. Das heißt also, das tau ergibt sich bei der unteren Grenze, indem wir sagen, ist also gleich tt minus tt, das ist gleich 0. Okay, also die untere Grenze wird also auch statt dt 0 werden. Was ist mit der oberen Grenze? Bei der oberen Grenze haben wir gesagt, t ist also gleich unendlich.
Das setzen wir jetzt hier ein. Das heißt also, wir sagen, was passiert mit Tau? Naja, Tau wird also nichts anderes werden als unendlich minus TT. Und das ist weiter unendlich. Das heißt, unser neues Integral, das wir jetzt anschreiben, mit unserer Substitution, die wir gerade durchgeführt haben, ja, wie wird das jetzt ausschauen? Wir haben also zu lösen, das Integral, schauen wir mal, Integral von 0 bis unendlich, so, Grenzen haben wir also jetzt hier transformiert, und jetzt haben wir hier stehen ein f von tau, das heißt, das statt dem Ausdruck tau eingesetzt, mal e hoch minus s mal Klammer. Na, statt dem t setzen wir jetzt ein, wenn wir das umformen, tau plus tt, tau plus tt, also die Tauzeit. So. Und na, dann statt dem dt, haben wir gesagt, setzen wir ein d tau. So. Und das ist jetzt zu lösen. Und jetzt zerlegen wir dieses Integral. Wir können also sagen, okay, unser Integral von 0 bis unendlich von f von tau mal, jetzt spalten wir das in zwei Faktoren auf, e hoch minus s tau mal e hoch minus s tt ja, mal d tau, das ist zu lösen. Naja, es ist aber ziemlich einfach, weil wir sehen also, das ist eine Konstante. Warum? Tt ist ja gerade keine Funktion von tau, s ist keine Funktion von tau, wir ziehen das Ganze also heraus, ist also dann hier e hoch minus s tt mal den Integral von 0 unendlich, 0 bis unendlich, von f von tau mal e hoch minus s tau mal d tau. Und jetzt sehen wir, ob jetzt dt schreiben oder die tau schreiben, ist doch völlig egal. Das hier ist ja nichts anderes als unsere Laplace-Transformierte von f von s. So. Und dann können wir eine Korrespondenz anschreiben für den Fall, dass wir eine zeitverschobene Funktion haben, eine Funktion mit Tauzeit, wie wir sie in der Technik dann brauchen werden. Das heißt, wir können also folgendes schreiben, eine Funktion mit Tauzeit t minus tt, also verschoben, für ihn später korrespondiert. Hier wieder unser Korrespondenzzeichen. Korrespondiert nichts anderes als mit unserer transformierten, Laplace-transformierten Funktion. Das ist die f von t, die wir einfach hernehmen, mal einen Faktor, der die Tauzeit dann entsprechend darstellt, minus e hoch minus s mal tt. So. Und damit haben wir eine Vorschrift, wie wir zeitverschobene Funktionen, Funktionen mit Tauzeit, in den Oberbereich transformieren können. Da schreiben wir das Ganze nochmal, gehen wir es nochmal durch. Also unser Ziel ist es, Funktionen in den Oberbereich zu bekommen, die später beginnen als zum Zeitpunkt 0. Und das nennt sich eine gewisse Tauzeit oder Zeitverschiebung. Wir markieren die Zeitverschiebung hier mit tt, schreiben die Funktion als 1, einen Sprung zum Beispiel an, als von Zeit t minus dt. Also vorher existiert eine. Allgemein können wir sagen, okay, wir haben eine zeitverschobene Funktion f in Klammer von t minus tt. Setzen wir das Ganze in die Transformationsvorschrift ein. Und schau, zerteilen das Integral in zwei Teile, nämlich eine von 0 bis tt, das sicherlich 0 ist, weil hier haben wir keine Fläche, und dann eine von tt bis unendlich. So, dann bleibt dieses Integral hier zu lösen übrig. Jetzt machen wir eine Substitution, das heißt, wir setzen dieses t minus tt einem tau gleich, müssen damit umrechnen, was ist denn mit dem t eigentlich? Naja, t ergibt sich dann als tau plus tt und das dt ist das Differenzierte. Naja, das dt ist eine Konstante, fällt weg. Das heißt, dt ist d tau. Jetzt brauchen wir noch die Grenzen, müssen wir noch berechnen. Ursprünglich haben wir gesagt, diese Grenze t ist gleich tt. Dann setzen wir die ein. Wir kommen also für unser tau gleich 0. Und wenn wir t ist gleich unendlich einsetzen, erhalten wir für unser tau unendlich. Das heißt, unser neues Integral geht von 0 bis unendlich. F von tau mal e hoch minus s in Klammer tau plus dt mal d tau. So, jetzt zerlegen wir das in zwei Faktoren hier oben. Das heißt, wenn wir hier ein Plus haben, ist ein Mal dazwischen. Und jetzt sehen wir, der Faktor hier, das ist ein Faktor, weil das ist nicht von Tau abhängig. Das können wir nach vorne sehen. Und dann bleibt ein Integral übrig, das wir schon kennen, von 0 bis unendlich von f von Tau mal e hoch minus s Tau d
d-tau, und das ist genau eine Laplace-Transformation, heißt das jetzt nicht t, sondern tau, können wir also das f von s hinschreiben, und damit ergibt sich für die Transformationsvorschrift einer zeitverschobenen Funktion, dass wir die ursprüngliche Funktion ohne Zeitverschiebung in den Oberbereich bringen und dann mal e hoch minus s mal t tau oder t, also der Tauzeit, multiplizieren. Damit ist also diese Zeitverschiebung sehr einfach durchzuführen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.